Hallo, liebe Waage, und willkommen zu deiner neuen Monatslegung für den Dezember 2023. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei bist, und ich hoffe natürlich auch so wie immer, dass es dir richtig gut geht. Solltest du jetzt bei mir ganz, ganz neu sein auf dem Kanal, dann begrüße ich auch dich ganz herzlich. Schön, dass du da bist, liebe Waage. So, folgendes Kartendeck siehst du vor dir. Ich verwende hier für dich das Gilded Tarot Royal von Jerome Macaddy. Und ich verwende ebenso auch noch weitere Kartendecks, aber dazu dann später mehr. Ich würde sagen, liebe Waage, wir steigen jetzt auch ganz einfach mal ein in deine Legung und schauen mal, was im Dezember auf dich zukommt, womit du konfrontiert wirst und was ebenso auch die wichtigen Hinweise sind für dich im Dezember. Denk bitte daran, das hier ist eine ganz, ganz allgemeine Legung. Nicht jeder von euch muss oder kann damit in Resonanz gehen, ja? Okay, ich verwende ebenfalls auch noch weitere Kartendecks für dich, aber das dann später mehr. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon gesagt habe. Wenn nicht, dann habe ich es jetzt gesagt. Okay, so, Waage. Gucken wir doch mal, was da im Dezember auf dich zukommt. Okay, Waage, was kommt im Dezember auf die Waage zu? Okay, Waage, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Was bringt jetzt der Dezember dem Kollektiv der Waage? Okay, Waage, Dezember. Dezember Waage, die ist es zuerst, dann kommt die. So, weitere Einsichten bitte für Waage jetzt im Dezember. Dezember Waage. Noch zwei Karten bitte für die Waage. Jetzt im Dezember noch eine bitte. Eine Karte bitte noch für die Waage. Jetzt im, was war's? Dezember, genau. Okay, noch eine Karte bitte für die Waage. Jetzt im Dezember. Da haben wir sie. Okay, liebe Waage, das Ganze lege ich dir erst einmal ordentlich ins Bild. Und dann würde ich sagen, legen wir auch sofort los mit deinem Reading. Jetzt für den Monat Dezember. Okay, ist nur damit das jetzt einigermaßen jetzt hier ordentlich auf dem Tisch liegt. Das macht mich sonst nämlich verrückt. Okay. So. Ich glaube, dass das erstmal ganz okay so ist. Ich lasse es jetzt erstmal so gelten. Oh, ich habe das Gefühl, es ist relativ schief. So, wir haben es gleich, alles klar. Liebe Waage, ich beginne und zwar mit der Energie. Jetzt hier für dich unten drunter und da kann man sagen, das ist jetzt für dich im Dezember die Hauptenergie. Darum geht es im Großen und Ganzen. Es kann aber auch bedeuten, dass es sich hierbei um verborgene Einflüsse handelt. Aber wie dem auch sei, diese Karte hier drunter enthält auf jeden Fall für dich im Dezember wichtige Hinweise. Na? Also, wir haben jetzt hier für dich die Sechs der Schwerter. Okay. Mit den Sechs der Schwerter geht es darum, auf jeden Fall eine Situation hinter sich zu lassen und sich aufzumachen zu neuen Ufern sozusagen. Entweder gehst du hier einen bestimmten Schritt, vielleicht ist es wirklich so, dass du den Arbeitsplatz wechselst. Ja, es geht, ja, also hier kann man auf jeden Fall sagen, man zieht in ruhigere Gewässer. Es wird einfacher, es wird ruhiger, ne? Eben weil man hier durchaus schon anstrengende Phasen hinter sich hat. Und bei den Sechs der Schwerter, wie gesagt, kann es vielleicht bedeuten, dass du vielleicht umziehst, du wechselst den Arbeitsplatz, vielleicht möchtest du auswandern, verreisen über Weihnachten, Silvester. Ne, auch das ist durchaus möglich. Sechs der Schwerter, okay. Lass mal sehen, was hast denn du drunter? Noch eine weitere Sechs, okay. Das sind die Sechs der Stäbe. Das ist eine Energie, die spricht auf jeden Fall von, oder die verspricht Erfolg. Da geht es auf jeden Fall um siegreiches Gelingen, Lob und Anerkennung von außen. Ne, und ja. Wow, jetzt haben wir hier die drei der Schwerter. Okay, das Ganze kann ich jetzt erstmal so noch nicht wirklich deuten. Wir müssen mal schauen, was jetzt hier alles rausgefallen ist. Auf jeden Fall, liebe Waage, bei dir kann man sagen, du ziehst hier in ruhigere Gewässer. Du gehst oder du möchtest in Richtung Erfolg, in Richtung ja, Öffentlichkeit gehen, von anderen gefeiert werden sozusagen. Darum geht es auch bei den Sechs der Stäben. Aber liebe Waage, jetzt würde ich sagen, gucken wir doch mal, was rausgefallen ist. Ich beginne mit der ersten Karte für dich im Monat Dezember. Und da haben wir, das sind die 10 der Stäbe. Okay, bei den 10 der Stäben geht es darum, viel zu arbeiten. Es geht hier um Belastungen und gegebenenfalls um Überforderungen, liebe Waage. Vielleicht ist es wirklich so, dass im Dezember dass da viel Arbeit auf dich zukommt, dass du dir eventuell zu viel zumutest, eventuell sogar auch über Weihnachten, ne, dass du alles zum Beispiel alleine schmeißt, du kümmerst dich ums Essen.
Dann die Kinder brauchen noch was zum Anziehen und dann wird der Haushalt noch geschmissen, dann wird nebenbei noch natürlich noch gearbeitet, ne? Und sowas in der Richtung kann natürlich der Fall sein. Aber hier mit den 10er-Stäben, es geht um Stress, Überforderung. Ja, und ebenfalls gegebenenfalls um gewisse Belastungen. Es kann vielleicht aber auch sein, liebe Waage, dass du extra viel tust, um vielleicht auch schneller ans Ziel zu kommen. Ja, wir gucken mal, was jetzt hier rausgefallen ist. Weiter meine ich. Ich beginne mit der zweiten Karte und da haben wir jetzt hier für dich das Ass der Stäbe. Okay, mit dem Ass der Stäbe geht es auf jeden Fall um Inspiration. Es geht hier um Aktion. Also hier kann man auf jeden Fall sagen, du gehst hier mit etwas auf jeden Fall in die Aktion. Das Ass der Stäbe steht immer, oder Asse generell im Tarot stehen immer für Chancen, Möglichkeiten, Neubeginne, die sich dir auf jeden Fall bieten. Mit dem Ass der Stäbe geht es hier dabei natürlich um eine Chance, um ein neues Abenteuer einzugehen, mutig zu sein, zu handeln sozusagen. Das kann lediglich aber auch bedeuten, dass hier etwas auf dich zukommt, wo du dir eventuell die Finger verbrennen könntest, ne? Weil das mit dem Ast der Stäbe, das ist immer so eine Sache. Ja, es verspricht Kreativität, Leidenschaft, Abenteuer und so weiter und so fort, aber es ist auch mit einem gewissen Risiko verbunden. Ja, also wir müssen hier auf jeden Fall mal schauen, wie sich das Ganze jetzt hier für dich entwickelt. Es kann auch bedeuten, liebe Waage, dass du jetzt hier wirklich sehr, sehr viel tust für ja, für einen Neubeginn, für Leidenschaft, dass du viel dafür tust, damit wieder mehr Schwung und Bewegung in etwas hineinkommt, zum Beispiel in deine Beziehung, in dein Leben, in deinen Alltag. Ja, okay, wir gucken mal weiter. Was haben wir hier für dich? Das ist der Ritter der Schwerter. Der Ritter der Schwerter steht schon, das ist jemand, der weiß ganz genau, was er will. Der ist kristallklar fokussiert in Bezug auf das, was er erreichen möchte. Mit den 6 der Schwerter kann es ja also wirklich bedeuten, dass du in ruhigere Gewässer ziehen möchtest, dass du vielleicht auch erst einmal nur darüber nachdenkst, hier das Ufer zu verlassen oder hier die Seiten vielleicht zu wechseln, wenn du weißt, was ich meine. Also zum Beispiel, ja, Veränderung, das meine ich jetzt regelrecht damit, ja. Also hier kann es wirklich bedeuten, liebe Waage, dass du erst einmal nur mit dem Gedanken spielst, aus einer Situation rauszugehen, ne? Und dich eventuell auf etwas Neues oder jemand Neues eventuell sogar auch einzulassen. Auch das kann jetzt hier wirklich der Fall sein. Der Ritter der Schwerter ist jemand, der kann hin und wieder relativ rücksichtslos sein. Ja, der wirkt manchmal auch sehr, sehr empathielos. Rücksichtslos, empathielos und manchmal auch sehr kühl, sehr distanziert und auf jeden Fall sehr frostig. Ja, das sind auf jeden Fall sehr frostige Eigenschaften, die diesen Ritter der Schwerter auf jeden Fall widerspiegeln. Na, und hier jetzt nochmal gespiegelt auf die 10er Stäbe kann es also wirklich bedeuten, liebe Waage, dass du in Bezug auf etwas wirklich sehr, sehr schnell ans Ziel kommen möchtest, weil der Ritter der Schwerter ist einer der schnellsten Karten jetzt hier im Deck. Na, wir gucken mal weiter. Was hast denn du hier? Die Karte zeigt sich jetzt hier umgedreht. Die ist ganz klar so umgedreht ausgefallen. Also lassen wir das auf jeden Fall so gelten. Normalerweise stehen die 3 der Münzen für Teamarbeit. Okay, liebe Waage, ich habe das Gefühl, dass du eventuell, ich glaube, in einer Situation würde es dir in gewisser Weise schon helfen, wenn du Hilfe annimmst, ne? Aber hier bis jetzt habe ich das Gefühl, dass du alles alleine machen möchtest. Ja, das sehe ich in gewisser Weise schon mit den Ritter der Schwertern und auch mit den 10 der Stäben. Ja, also hier zu viel Arbeit, zu fokussiert darauf, um etwas zu erreichen vielleicht auch, ne? Man kann sich, oder vielleicht ist es auch so, dass du dich auf die Hilfe anderer nicht wirklich verlassen kannst, ne? Weil die 3 der Münzen ist normalerweise ebenfalls auch die Teamarbeitskarte. Und die Zeit sich jetzt hier umgedreht, was mir jetzt zum Beispiel sagt, dass du entweder sagst so, okay, ich bin nicht auf andere Hilfe angewiesen, ich brauche das nicht, ich will alles alleine machen, denn danach sieht es mir ebenfalls aber auch aus, oder aber auf andere ist nicht wirklich Verlass. Das kann es auch bedeuten, ne? Weil der Ritter der Schwerter ist niemand oder neigt, oder nee, anders, das ist jemand, auf den kann man sich nicht unbedingt hundertprozentig verlassen, ne? Weil der ist wirklich immer in Bewegung. Na, so kann es hier wirklich sein, dass du es eventuell sogar auch mit jemandem zu tun hast, auf den einfach kein Verlass ist. Einige von euch, es könnte hier möglicherweise euren Gegenüber darstellen, wo hier zwar Leidenschaft mit inbegriffen ist, aber trotzdem ist auf diesen Mensch kein Verlass. Ja? Und die 3 der Münzen ist auch eine der Arbeitskarten. Es kann also wirklich bedeuten, liebe Waage, dass du zu viel arbeitest im Monat Dezember. Was haben wir hier? 10 der Münzen.
Die 10er-Münzen habe ich jetzt hier auf, also bei dir habe ich jetzt das Gefühl mit den 10er-Münzen, dass es dabei um deine langfristigen Ziele geht. Da geht es um deine Ziele, deine Wünsche, das ist das, wo es hingehen soll. Ne? 10er-Münzen ist die Energie, da geht es um die Familie, Wohlstand, Sicherheit, Reichtum. Ja, und ich habe das Gefühl, liebe Waage, dass du da auf jeden Fall etwas dafür tust, um das zu erreichen. Gespiegelt auf die 10er-Stäbe. Stress, Belastungen, Überforderung, zu viel Arbeit. Wenn es um Erfolg geht, wenn es um weltlichen Erfolg geht, wenn es darum geht, wirklich sehr viel Geld zu verdienen oder erfolgreich zu werden, gesehen zu werden. Das kann es jetzt hier ebenfalls auch bedeuten. Aber generell, die 10er-Münzen stehen natürlich auch, wie ich schon gesagt habe, für die Familie. Also, innerhalb der Familie kann es also auch bedeuten, dass es da zu Streitigkeiten kommt, zu Stress, ganz einfach, zu Stress, zu Konflikten, weil der Ritterschwerter, das ist jemand, der ist rücksichtslos, der haut Dinge raus, ohne drüber nachzudenken, der kann wirklich andere wirklich verletzen mit seinen Worten und gegebenenfalls auch mit seinen Taten, ne? Das ist auf jeden Fall das, was man hier schon sehen kann. Und Teamarbeit, ich habe das Gefühl, das ist hier nicht wirklich gegeben. Ne? Also ist es vielleicht auch wirklich so, dass es zwischen dir und deiner Familie alles andere als ein Miteinander ist. Ne? Also das kann es jetzt hier gegebenenfalls auch sein, liebe Waage. Ja, jetzt würde ich sagen, der Ritter der Schwerter kommt jetzt mal ein kleines bisschen nach oben, damit jetzt hier die Sechs der Schwerter hier drunter passen. Okay, liebe Waage, das nächste Kartendeck, was ich jetzt für dich verwende, das ist das Star Codes Astro-Orakel. Ja, wie gesagt, die 10 der Münzen ist auch eine Energie, da geht es um ja, Erbschaften, Vermächtnis. Ne, solche Angelegenheiten, Nachlass, aber ebenfalls natürlich um die Finanzen. Ja, so kann es hier wirklich sein, dass du hier, ich wiederhole mich nochmal, gespiegelt auf die 10er-Stäbe, dass du sehr, sehr viel arbeitest, um das da zu erreichen. Langfristigen Erfolg, Wohlstand, Reichtum, einen guten Ruf, ja, und Erfolg einfach, ne, um das ebenfalls auch zu erreichen. Okay. Und diesbezüglich habe ich den Eindruck, bist du auch sehr, sehr fokussiert. Jetzt hier auch mit dem Ritter der Schwerter. Ne? Es muss nicht immer unbedingt ein Gegenüber sein. Du bist auf jeden Fall sehr, sehr fokussiert, dieses Ziel zu erreichen. Und lässt dich von nichts und niemanden abbringen. Das sehe ich auch für einige von euch. Ne? Vorsicht, liebe Waage, so ein kleines bisschen vor Rücksichtslosigkeit und vor Empathielosigkeit. Ich sage nicht, dass du empathielos bist. Aber der Ritter der Schwerter neigt so ein kleines bisschen dazu, ja, übers Ziel hinaus zu schießen, meine ich damit. Okay. So, jetzt würde ich sagen, gucken wir weiter, liebe Waage. Was kommt denn da noch im Dezember jetzt auf dich zu? Okay, ich hätte ganz gern bitte weitere Einsichten, weitere Hinweise jetzt bitte für die Waagen. Jetzt im Dezember. Dezember Waage, was kommt dann noch auf die Waagen zu? Sonne, Mond, Aszendent, Venus, Waage. Dezember. Dezember, Waage. Okay. So, bitte weitere Einsichten, weitere Botschaften bitte für Waage. Jetzt im Monat Dezember. Okay, da haben wir sie. Okay, die Karte, damit muss ich jetzt beginnen, weil die sich jetzt im Flug umgedreht hat und ich die quasi schon gesehen habe. Alles klar. Liebe Waage, wir haben jetzt hier für dich die Karte des 9. Hauses. Bei dem 9. Haus geht es hier also um Erkundung. Ne, also hier geht es wirklich darum, seinen Horizont zu erweitern, etwas Neues zu lernen, gegebenenfalls auch. Vielleicht hast du ebenfalls auch wirklich vor, umzuziehen, zu verreisen. Das passt wirklich ganz gut zu den Sechs der Schwerter, liebe Waage. Ja, und das 9. Haus, was ja dem Schützen und auch dem Jupiter zugehörig ist, da geht es auch um das Verreisen. Also kann es also wirklich bedeuten, dass du jetzt hier verreisen möchtest. Entweder machst du Urlaub oder ihr macht Urlaub, du und deine Familie.
Ne? Und das kann es ebenfalls natürlich auch bedeuten. Nichtsdestotrotz, das neunte Haus, da geht es immer um Philosophie, etwas Neues lernen, Spiritualität, der höhere Glaube. Ja, also diese Themen könnten auch für dich wichtig werden. Aber wir müssen mal weiterschauen. Was haben wir jetzt drunter für dich? Pluto mit der Wiedergeburt. Okay, wow. Also, Pluto ist immer eine Energie, da geht es um Transformation. Da geht es darum, etwas, ja, etwas möchte sozusagen in Anführungszeichen sterben. Dabei geht es nicht um den physischen Tod. Dabei geht es wirklich darum, etwas, ja, sterben zu lassen, damit etwas Neues geboren werden kann, liebe Waage. Ja, also hier erfährst du, deine Situation mit hoher Wahrscheinlichkeit sozusagen auch eine Art Wiedergeburt. Ne? Pluto steht wirklich für Regeneration, für ja, Zerstörung in gewisser Weise schon, aber auch für Transformation, für Verwandlung. Ja, also sehr, sehr spannend. Lass mal schauen, was hast denn du jetzt hier, liebe Waage? Das ist Löwe. Es kann vielleicht bedeuten, dass du es mit einem Löwen zu tun hast. Ich habe das Gefühl, hier steht drunter übrigens scheinen oder leuchten. Gerade jetzt auch mit Pluto und auch mit den sechs der Stäben habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass die Karten hier sagen, dass dein wahres Selbst, dass du wiedergeboren wirst und dass du jetzt nun auch wirklich beginnst, dich selbst genauso zu zeigen, wie du wirklich bist. Weil bei Löwe geht es wirklich darum zu leuchten, sich zu zeigen, ja, sein wahres Selbst zu zeigen. Und dadurch, dass du ja ebenfalls auch Transform, also den Pluto mit der Wiedergeburt hast, kann es also bedeuten, liebe Waage, dass dein Licht im Dezember auf jeden Fall wiedergeboren wird. Ja? Das kann es wirklich bedeuten. Also, dass es in gewisser Weise schon, also schon um Authentizität geht. Ja, in gewisser Weise habe ich aber auch das Gefühl, ja, das Thema Erfolg spielt für euch im Dezember eine wichtige Rolle. Für dich jetzt hier mit dieser Legung auf jeden Fall, ne? Weil bei Löwe, das ist noch eine Energie, ja, man möchte gesehen werden, man möchte gehört werden, man möchte sehr viel Anerkennung, man möchte sehr, sehr viel Lob und so weiter und so fort. Das ist auch die Energie der Sechs der Stäbe. Na, so kann es auch wirklich bedeuten, dass du wirklich gesehen werden willst, du möchtest gehört werden. Oder aber du hast es mit so jemandem zu tun, der so ist. Auch das kann es bedeuten. Dann spricht man hier wirklich von jemandem, der möchte gesehen werden, der möchte ganz gern Lob und Anerkennung von außen. Ach, guck mal, wie toll ich bin und so weiter, ja. Vorsicht, so ein kleines bisschen vor Arroganz und vor Eitelkeit. Da habe ich jetzt so eine kleine Warnung. Ja, ich weiß, das sind jetzt wirklich Botschaften, die nicht unbedingt sanft sind, aber ich möchte dir trotzdem genau sagen, was ich hier sehe und wahrnehme. Ne? Genauso wie einige, ich weiß ja, dass ihr das zu schätzen wisst, weil ihr seid Waage, ne? Und auch ihr seid natürlich Luftzeichen. Aber hier habe ich wirklich jemanden, hier möchte jemand gesehen werden. Hier ist jemand wirklich auf Erfolg aus. Ne? Okay, was haben wir hier? Es kann natürlich sein, dass du mit einem Löwen zu tun hast. Jetzt haben wir hier Widder. Du hast hier sehr, sehr viel Feuerenergie, ne? Sehr viel Tatkraft. Sehr viel Aktion, sehr viel Leidenschaft natürlich auch. Und hier sieht man, bei Widder geht es hier um Handeln. Act bedeutet Handeln. Ja, so kann es hier wirklich sein, dass du jetzt hier wirklich handelst, wenn es wirklich darum geht, etwas Neues zu erkunden. Und mit Pluto kann es ja wirklich auch damit gemeint sein, dass du jetzt wirklich das vielleicht auch wirklich das Bedürfnis hast, vermehrt rauszugehen, etwas vielleicht auch von der Welt zu sehen. Na, vielleicht möchtest du eine Weltreise machen oder du möchtest einfach mal ja, irgendeinen Trip unternehmen, weil du einfach mehr von der Welt noch sehen möchtest. Auch das kann es hier bedeuten. Ne? Auf jeden Fall haben wir hier sehr, sehr starke Feuerenergie bei dir. Mit Löwe, Widder und dem neunten Haus, was dem Schützen zugehörig ist. Ne? Also hier sehr, sehr starke Feuerenergie. Wenn du es nicht durch Zufall mit einem Widder oder mit einem Löwen zu tun hast, liebe Waage, dann geht es ja auf jeden Fall natürlich um die Energien. Ne? Und hier geht es wirklich um Aktion. Es geht ums Handeln, Durchsetzungskraft bei Widder hier zumindest. Ne? Also, ich habe wirklich den Eindruck mit Löwe, ich bekomme hier wirklich ganz, ganz krass das Gefühl. Und auch mit den sechs der Stäben, mit den zehn der Stäben jetzt auch noch und auch noch mit den zehn der Münzen, dass es hier darum geht, wirklich, ich. Oder jetzt in also jetzt in dem Fall du, möchtest hier wirklich Erfolg, du möchtest Reichtum, du möchtest gesehen werden, du möchtest Sicherheit, Stabilität, Anerkennung und Lob von außen. Das ist genau das, was ich hier sehe. Oder aber, liebe Waage, du hast es mit so jemandem zu tun, der so drauf ist. Ne? Wenn ich jetzt Sternzeichen sagen müsste, haha, Löwe, Widder, Schütze vielleicht. Ja? Das könnte jetzt hier wirklich der Fall sein.
dass du es mit solchen Sternzeichen zu tun hast, die so sind, wie ich gerade eben beschrieben habe, liebe Waage. Gut, jetzt würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Kartendeck. Und da muss ich mal eben ganz kurz schauen, was ich da jetzt für dich verwende. Ich habe das Gefühl, dieses Kartendeck jetzt verwenden zu müssen. Und ich verwende jetzt für dich das Good Tarot von Colette Baron Reid. Okay, schauen wir doch mal, was da jetzt für Botschaften rauskommen für dich jetzt im Dezember. Kann natürlich auch wirklich bedeuten, dass du es ja mit einem Gegenüber zu tun hast, der wirklich, ja, gesehen werden möchte, der vielleicht im Mittelpunkt stehen möchte. Aber in gewisser Weise kann es auch sein, dass auf diesem jemand nicht wirklich Verlass ist. Weil ich habe hier bei einigen von euch wirklich eine Energie, auf die ist kein Verlass. Da sehe ich mit den drei der Münzen umgedreht und auch mit dem Ritter der Schwerter. Ja, hier ist auf jemanden nicht wirklich Verlass. Vielleicht bist du auch gerade Crosswatcher und du schaust hier für eine Waage, der so ist, wie ich gerade beschrieben habe. Das ist durchaus auch möglich, ja? Vielleicht ist es aber auch so, lieber Waage, dass du in Bezug auf dein Gegenüber einiges tust, damit du gesehen wirst von diesem jemand. Damit du, ja, genau, damit du gesehen wirst von ihm oder von ihr. Ja, das ist auch möglich. Okay, weitere Einsichten jetzt bitte für Waage. Es kann natürlich aber ebenfalls natürlich auch bedeuten, liebe Waage, dass du vielleicht Aszendent Löwe bist oder du hast Mond im Widder. Das kann natürlich auch sein, ja? Das ist hier natürlich nicht auszuschließen. Okay, bitte weitere Einsichten jetzt für Waage im Dezember. Was kommt jetzt noch im Dezember auf die Waage zu? Waage. Okay, was ich spüre, ist eine relativ, muss ich zurücknehmen, jetzt erst einmal. Was ich hier auf jeden Fall spüre, ist eine oberflächliche Energie. Ja, also hier geht es um etwas Oberflächliches, oberflächlicher Erfolg. Eine oberflächliche Partnerschaft, eine oberflächliche Beziehung, oberflächliche Gefühle. Das nehme ich hier wahr. Etwas muss nach außen hin wirklich sehr gut aussehen. Ja, das ist nicht unbedingt immer verkehrt oder muss jetzt nicht, hier nicht in dem Fall unbedingt verkehrt sein. Ne? Aber hier habe ich das Gefühl, etwas möchte von außen unbedingt oder muss von außen wirklich gut aussehen. Wie du zum Beispiel, ja, dass du dafür sehr, sehr viel tust oder aber dein Job, wie du etwas tust, ne, dass es von außen wirklich oder deine Beziehung, deine Ehe, deine Familie, es muss von außen sehr, sehr gut aussehen. Ne? Also das nehme ich ja wirklich auch wahr bei einigen von euch. Ja, glänzen, so, ja, das nehme ich ja auch wahr. Ne? Okay, jetzt. Was kommt jetzt noch auf die Waage zu im Dezember? Dezember. Okay, die möchte scheinbar. Es geht weiter. Was kommt jetzt noch im Dezember? Auf Waage zu. Also, ich habe das Gefühl, hier ist jemand wirklich mächtig gestresst. Das kannst du sein, das kann ein Gegenüber sein. Hier ist jemand mächtig gestresst. Hier möchte jemand es allen recht machen. Es soll alles gut aussehen, es soll alles gut funktionieren. Ja, es soll allem an nichts fehlen. Das nehme ich hier wirklich wahr. Obwohl hier schon eine sehr, sehr gereizte Stimmung ist bei einigen von euch, ne? Weil guck mal, Löwe, das steht mir jetzt hier voll ins Auge, dadurch, dass er hier seine Zähne zeigt. Und der Schwertritter hier gespiegelt auch noch auf die Zähne der Stäbe. Also hier ist wirklich Stress. Konfliktpotenzial ist sehr, sehr hoch, auch mit der Energie von Widder. Ja, weil Widder, da geht es auch um Konflikte. Der Herrscherplanet von Widder ist Mars und das ist ja auch der Kriegsgott, ja? Konfliktpotenzial ist also relativ hoch. Mit einem eventuellen Feuerzeichen, Löwe, Widder, Schütze, Sonne, Mond, Aszendent. Aber ebenfalls kann es auch ein anderes Luftzeichen sein, eine andere Waage, Zwillinge oder ebenfalls auch ein Wassermann. In gewisser Weise kann es auch sein, dass hier
schon Konkurrenz, Eifersucht und Neid eine Rolle spielen kann. Entweder bist du vielleicht auf jemanden eifersüchtig oder aber umgedreht, liebe Waage. Das ist durchaus auch möglich. Ja, dass sich jemand von dir in gewisser Weise bedroht fühlt. Dass jemand auch so erfolgreich sein möchte wie du oder dass du ebenfalls so erfolgreich sein möchtest wie ein anderer. Ja, das nehme ich ja auch wahr, weil Widderenergie ist auch eine krasse Energie von, ja, Competition, so ein kleines bisschen, ja. Okay, es geht jetzt weiter. Was kommt noch auf Waage zu? Jetzt im Dezember. Weitere Einsichten, genauere Einsichten bitte. Waage Dezember, was kommt denn da jetzt noch? Noch eine Karte hätte ich ganz gern. Eine Karte bitte noch. Danke sehr. Okay. Ich muss mit den Karten beginnen, die ich jetzt schon gesehen habe. Ich fange an. Mit dem Pagen der Luft ist im normalen Tarot der Page der Schwerter, liebe Waage. Und das ist jemand, ja, der Page der Schwerter steht in gewisser Weise natürlich für Ideen, Einfallsreichtum, Offenheit, Erkenntnisse. Das kann es auch bedeuten. Oder ebenfalls auch, dass man hier etwas Neues lernen möchte. Ja, dass man sein, ja, dass man investiert und zwar in sein Hirn. Ja, das kann es auch bedeuten, dass du wirklich vielleicht irgendetwas Neues lernen möchtest in Bezug auf das, was deine Leidenschaft erweckt. Das sehe ich ja auch für einige von euch, ne? Also, dass du jetzt wirklich sagst, okay, im Dezember, ich möchte etwas Neues lernen in Bezug auf das, was ich ganz gerne mache, was ich sehr, sehr gut kann, ebenfalls aber auch. Aber ich möchte auch lernen, wie ich zum Beispiel langfristigen Erfolg zum Beispiel generiere. Ne? Das habe ich ja auch für einige von euch. Dass du zum Beispiel die Schulbank drückst, dass du ja in dein Hirn quasi investierst, ne, die einiges, dass du zum Beispiel einige Bücher liest oder einen Kurs besuchst, ein Seminar besuchst, das ist durchaus nicht auszuschließen. Mein erster Gedanke allerdings bei den Pagen der Schwerter war jetzt, ja, in gewisser Weise steht er auch für Provokation, für Streitlust so ein kleines bisschen, ja, und ebenfalls auch für, naja, schon so ein kleines bisschen wie Getratsche, ne? Also das kann jetzt hier ebenfalls auch bedeuten. Das ist jemand, der ist streitlustig. Und das ist auch jemand, der kann auch relativ rücksichtslos sein, ne? Okay, was haben wir hier? Genau, das ist ja der, den ich jetzt auch gesehen hatte. Das ist der Herrscher. Es kann also bedeuten, dass es hier vielleicht um jemanden geht. Hier haben wir schon wieder Widder-Energie. Widder, aber hier ist ein Löwe abgebildet. Ne? Widder, Löwe-Energie ist ja also sehr, sehr stark bei dir vertreten. Na, entweder hast du es wirklich mit einem Widder oder mit einem Löwen zu tun, Sonne, Mond, Aszendent. Oder aber du bist Aszendent Löwe und hast Mond im Widder vielleicht zum Beispiel. Das kann es jetzt hier wirklich bedeuten. Aber hier, das ist jemand, der strahlt wirklich sehr viel Autorität aus. Der sagt, wo es lang geht. Der übernimmt Verantwortung. Es ist eine relativ dominante Energie. Also kannst du es auch vielleicht mit jemandem zu tun haben, liebe Waage, der in gewisser Weise relativ dominant sein kann. Dass es mit diesem jemand eventuell hier und da mal ein kleines bisschen krachen könnte. Ne, vielleicht hast du mit jemandem zu tun, der ist in gewisser Weise erfolgreich, der wird gesehen, der bekommt sehr viel Lob und Anerkennung von außen und du eventuell nicht so. Ne? Und mit diesem Menschen könnte es da eventuell so ein kleines bisschen, ne, Stress geben ab und zu. Ne? Auf jeden Fall habe ich hier wirklich jemanden, eine Energie. Entweder bist du das oder dein Gegenüber, liebe Waage. Ich kenne dich gerade nicht. Ne? Ich habe ja jemanden, der weiß auf jeden Fall, was er hat, der weiß, was er kann. Und das lässt dieser jemand auch gerne raushängen. Er versteckt sich nicht. Ja, also so jemanden habe ich hier. Okay. Aber hier, das ist auch jemand von außen. Es muss alles gut aussehen. Man möchte sehr viel Bewunderung, sehr viel Anerkennung. Ja, das kann auch, wie gesagt, dein Gegenüber sein, liebe Waage. Na, wie gesagt, ich kenne dich gerade nicht. Und bei jedem von euch ist das unterschiedlich, das Szenario. Na, okay, was haben wir drunter? Das Rad des Schicksals, das hätte ich doch vorhin gezeigt. Das Rad des Schicksals hat sich jetzt hier vorhin gezeigt. In dem Fall ist das Glücksrad. Es geht hier also um eine positive Veränderung, eine positive Wende. Und es ist auch wieder Schütze-Energie. Also Widder, Löwe, Schütze, diese Feuerzeichen sind bei dir ganz, ganz stark präsent im Dezember. Ja, hier geht es also wirklich um Glück, Ende von Verzögerungen, ein neuer Kreislauf bricht an sozusagen. Ja, oder ein neuer Zyklus bricht an, besser gesagt. Okay, ich habe jetzt hier gerade hinter mir mein Kätzchen und ich schaue gerade, was sie macht nebenbei.
Das hier putze ich gerade auf den Teppich. Okay. Was haben wir hier für dich? Das sind die fünf der Stäbe, fünf der Luft. Hier geht es auf jeden Fall schon in gewisser Weise um Herausforderungen. Konflikte können hier eine Rolle spielen. Ja, Konflikte vielleicht mit einer Amtsperson, mit Ämtern, mit einer Behörde. Das kann sein. Oder mit einem Vater, Vaterfigur, Partner, Wunschpartner, Ehemann, Ehepartnerin. Ne, das weißt du jetzt am besten, aber hier sieht man auf jeden Fall schon Austausch, eventuelle Konflikte oder Konfliktpotenzial mit diesem jemand. Ja, das kann es also wirklich bedeuten. In gewisser Weise kann es auch wirklich bedeuten, dass da schon Eifersucht und Konkurrenz in gewisser Weise und Neid eine Rolle spielen kann. Eben weil hier wirklich jemand ist, der ist erfolgreich, der verdient wahrscheinlich auch sehr, sehr gutes Geld und der andere vielleicht nicht so. Ne? Und deswegen kann es vielleicht sein, oh, ich habe das nicht und dieser jemand hat das und so weiter. Das kann es sein. Solche Energie nehme ich hier auf jeden Fall wahr, liebe Waage. Ne? Okay, was haben wir hier? Das ist der Messenger of Earth, der Botschafter der Erde, ist im normalen Tarot der Ritter der Ritter der Münzen. Das ist der Ritter der Münzen. Das ist jemand, der ist verlässlich. Der steht in gewisser Weise auch für Beständigkeit. Beständigkeit auf jeden Fall. Auf den ist Verlass, der ist treu, der ist hingebungsvoll. Es kann also wirklich bedeuten, dass dieser jemand, dass das hier auf jeden Fall dein Gegenüber ist. Das kann es hier also wirklich bedeuten. Wenn du es nicht mit einem Gegenüber zu tun hast, liebe Waage, dann sind es hier wirklich alles die Energien, die dich jetzt hier wirklich präsentieren. Dann sehe ich wirklich, dass du sehr, sehr hingebungsvoll bist in Bezug auf das, was du hier erreichen möchtest. Ja, zum Beispiel etwas Neues lernen. Genau, das ist, was man hier auf jeden Fall sehen kann. Liebe Waage, ich muss jetzt schon mal das nächste Kartendeck in die Hand nehmen, das vorletzte. Und ich verwende jetzt für dich das Moonology-Orakel von Jasmine Boland. Und während ich mische, überlege ich, was ich dazu jetzt noch wahrnehme. Ja, also es scheint hier wirklich um familiäre Ereignisse, familiäre Angelegenheiten zu gehen. Bei einigen von euch, wenn es nicht um die Familie geht, dann vielleicht im Beruf. Und wie ich schon gesagt habe, man sieht hier auf jeden Fall, Konfliktpotenzial ist relativ hoch, ne, im Dezember. Das sage ich dir genauso, wie es ist, liebe Waage. Und wenn du dann im Dezember irgendwann feststellst, okay, die Legung, die hat überhaupt nicht hingehauen, wenn du möchtest, schau auch ganz gerne dir deinen Aszendent oder dein Zeichen im Mond an. Vielleicht bekommst du da Hinweise, die dann sozusagen für dich hinhauen, ne? Ich kann es generell immer empfehlen, sich auf jeden Fall den Aszendent anzuschauen und das Zeichen im Mond. Na, okay. Ja, Getratsche, Lästern und so weiter, das ist ja auch nicht auszuschließen. Gerade wenn es jetzt hier jemanden gibt, der ist erfolgreich, ja und so weiter, da wird gesehen, bekommt sehr viel Lob und so weiter, ne? Dann ist sowas natürlich nicht auszuschließen. So etwas gibt es immer, ne? Okay. Weitere Hinweise bitte jetzt für die Waage im Monat Dezember. Was bringt jetzt dieser Monat Dezember der Waage? Weitere Einsichten jetzt bitte für Waage. Jetzt hier im Dezember, eine noch. Dezember. Waage. Okay. So, mit der 1 fange ich an, weil ich die schon gesehen habe. So, da haben wir es hier für dich. Das ist der zunehmende Sichermond, ist das, glaube ich. Genau. Hier geht es auf jeden Fall darum, an deine Träume zu glauben, liebe Waage. Ja, vielleicht ist es wirklich so, dass du hier gewisse Träume hast und so weiter. Es ist wichtig auch, dass du natürlich aber auch daran glaubst. Ja, dass du daran glaubst, dass du, ja, dass du schon dass du deine Vision erreichen kannst. Sagen wir es wirklich mal so. Ja, das kann es jetzt hier also wirklich bedeuten. Und es ist ganz, ganz wichtig, liebe Waage, dass du aufhörst, oder einige von euch zumindest, dass ihr aufhört, euch mit anderen zu vergleichen. Das ist nämlich einer der schnellsten Wege, um unglücklich zu sein. Ja? Was haben wir drunter für dich? Ja, das ist der fixe Mond. Halte an deiner Vision fest. Also, was ich hier spüre,
ist, dass es nicht unbedingt ein Tipp ist, halte an deiner Vision fest. Ich habe eher das Gefühl, dass du unglaublich an deiner Vision hier festhältst. Na? Für einige von euch, eure Vision ist es, gesehen zu werden, erfolgreich zu sein. Na? Erfolg, Lob und Anerkennung von außen zu bekommen, sehr, sehr viel Geld zu verdienen, erfolgreich zu sein, einen guten Ruf zu haben, ein Vermächtnis vielleicht auch aufzubauen. Ja, das klingt jetzt wirklich erstmal so ein kleines bisschen großspurig, aber das ist das, was ich hier für einige von euch auf jeden Fall sehe. Na? Viele von euch, ihr haltet eindeutig an euren Visionen fest. Das ist das, was ich hier auf jeden Fall sehen kann. So, was haben wir hier? Vollmond im Schützen, betrachte das große Ganze. Hier ist es ganz, ganz wichtig für dich, liebe Waage, im Dezember das große Ganze zu sehen. Aber ebenfalls auch dein Augenmerk auch mal wieder auf andere Dinge zu richten. Warte mal eben ganz kurz, liebe Waage. Ich muss jetzt eben ganz, ganz kurz meine Katze rauslassen, weil sie an der Tür gekratzt hat. Genau, ich wollte jetzt hier wirklich sagen, es ist wichtig, betrachte das große Ganze, ebenfalls aber auch alle Bereiche deines Lebens und nicht nur ebenfalls einen Teil. Ja, das ist eben ganz, ganz wichtig. Also es kann wirklich bedeuten, dass es so ist für dich oder bei dir, liebe Waage, dass du im Dezember sagst, okay, dieser jemand, das Thema ist mir ungeheuer wichtig, alles andere kann erstmal warten. Ne? Also es kann vielleicht auch sein, dass dir das alles überhaupt nicht bewusst ist. Ne? Aber hier kann es durchaus sein, dass dir ein bestimmtes Thema insbesondere oder ganz, ganz wichtig ist und der andere oder das andere erstmal wirklich links liegen bleibt, aufgrund dessen. Na, das habe ich hier auch so ein kleines bisschen. Einige von euch, ihr könnt es eventuell sogar auch mit jemandem zu tun haben, bekomme ich gerade rein, der in gewisser Weise auch egoistisch sein könnte. Das kann es sein, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall nehme ich hier jemanden wahr, eine Energie. Hier ist jemand wirklich selbstsüchtig und eventuell sogar auch arrogant. Ja, also solche Energie nehme ich hier wirklich wahr. Ich hoffe jetzt nicht, dass du das bist, liebe Waage. Aber wenn du mir jetzt hier zusiehst, ich glaube ganz ehrlich nicht unbedingt, dass das du bist. Ich glaube, das passt nicht unbedingt zu dir, diese Energie. Ne? Ich habe eher das Gefühl, dass du es mit jemandem zu tun hast, der auf jeden Fall so ist. Aus deinem Umfeld zum Beispiel. Ne? Okay, was haben wir hier für dich? Ja, wir haben jetzt hier Neumond im Löwen. Vertrauen oder Selbstvertrauen ist der Schlüssel zum Erfolg. Löwe-Energie, Schütze-Energie, also sehr, sehr viel Löwe hast du wirklich hier, ne? Löwe-Energie, da geht es ja wirklich darum, ja, zu leuchten, sich zu zeigen. Es geht um Selbstbewusstsein. Löwen stehen ja auch wirklich für Selbstbewusstsein. Die sind wirklich selbstbewusst. Also es kann durchaus sein, natürlich, liebe Waage, dass du jetzt hier mit dieser Legung unglaublich selbstbewusst vielleicht auch wirklich bist. Und dass das auf jeden Fall auch der Schlüssel zu deinem Erfolg ist. Und dass du aufgrund dessen natürlich auch deine Träume verwirklichen kannst. Aber ich muss dir sagen, ich habe hier durchaus eine Energie, wo man eventuell dazu neigen könnte, übers Ziel hinauszuschießen und eventuell sogar auch rücksichtslos seine Ziele zu verfolgen, ohne das große Ganze hier zu sehen. Ja, ich meine das jetzt ja um Gottes Willen nicht böse, liebe Bagger, aber ich musste natürlich, 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 genau, doppelt gemoppelt. Ich muss hier ebenfalls aber auch ehrlich bleiben in meinen Readings, ne? Und das bin ich hier. Also ja, Vertrauen ist auf jeden Fall gut. Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein ist notwendig, auf jeden Fall. Arroganz jedoch ist es nicht. Oder Hochmut, Prahlerei. Ja? Also hier kann es eventuell auch jemanden geben aus deinem Umfeld, der gibt hier an, der prahlt. Ja? Vielleicht hast du auch wirklich mit einem Großkotz zu tun. Entschuldige bitte jetzt für die Ausdrucksweise. Aber solche Energien nehme ich hier wirklich wahr. Oder du bist gerade Crosswatcher und schaust von der Waage, der so ist. Das ist durchaus auch möglich. Ja. Okay, liebe Waage, das letzte Kartendeck, was ich jetzt für dich verwende, ist das magische Orakel der Feen von Doreen Virtue aus dem Allegria Verlag. In gewisser Weise kann es vielleicht auch, ja genau, in gewisser Weise kann es sogar auch sein, liebe Waage, dass du auf Hilfe und Unterstützung in gewisser Weise angewiesen bist. Ja, das kann es vielleicht auch sein. Gerade wenn man versucht, jetzt hier alles alleine machen zu wollen oder gerade wenn man hier total gestresst ist. Ja, ich habe auch das Gefühl,
dass zum Beispiel, es ist nur ein Beispiel. Zum Beispiel ist es so, dass das Privatleben alles andere als schön ist, aber nach außen hin, ach nee, alles gut, wir verstehen uns, ach ja, alles schön, ne? Das nehme ich hier auch so ein bisschen wahr, ne? Dass man hier wirklich ja, mehr Schein als Sein, so weißt du? Ich weiß, das sind Botschaften, die möchte man nicht hören, aber ich bin trotzdem total ehrlich. Und wenn du sagst, ne, das Ganze ist mir zu negativ oder das passt überhaupt nicht, dann wie gesagt, schau dir gerne mal nach, deinen Aszendent an oder schätze deinen Aszendenten nicht, sage ich dir, ne? Okay, was sind die Botschaften für Waage im Dezember? Was ich auch sehe, liebe Waage, für viele von euch ist das hier ein Tipp. Vertrauen, Selbstbewusstsein ist der Schlüssel zu deinem Erfolg, wenn du du bist, wenn du authentisch bist. Ja? Es kann also sein, dass du wirklich nach Erfolg strebst in gewisser Weise und ebenfalls vielleicht auch nach Anerkennung, von mir aus auch in der Liebe. Aber es ist wichtig, dass du an dich glaubst, dass du dir selber vertrauen kannst, dass du dir ebenfalls aber auch deiner selbst bewusst bist, dass du authentisch bist, dass du du bist. Ja? Und auch nicht gute Miene zum bösen Spiel machst, zum Beispiel. Oder hier ein Lächeln aufsetzt, obwohl du überhaupt nicht zum Lächeln zumute ist, liebe Waage. Ja? Also hier geht es wirklich ganz, ganz stark für viele von euch darum, mein Selbst zu sein, authentisch zu sein. Weil Authentizität ist der Schlüssel zum Erfolg. Ja? Es ist egal, was andere machen. Wichtig ist, was du machst, liebe Waage. Ja? Weil hier, muss ich dir ganz ehrlich sagen, habe ich wirklich eine Energie. Es muss alles gut aussehen, ja, alles perfekt sozusagen. Ne? Und dann kommt der Erfolg. Vielleicht ist es auch wirklich so, dass dir hier irgendjemand erzählt, hey, horch mal, liebe Waage, du brauchst dieses oder jenes, um dein Ziel zu erreichen. Du musst dich am besten so gut zu verstellen, wie es nur geht. Das ist aber totaler Blödsinn. Ja? Weil das nämlich hier wirklich auch war, dass es vielleicht jemanden geben könnte, der dir wirklich sagt, hey, du musst professionell sein, du musst das so und so machen, ne? Und dabei fehlt jegliche Authentizität, ne? Und so etwas, ganz ehrlich, ist zum Scheitern verurteilt. Auf Dauer gesehen, natürlich, ne? Es gibt heutzutage, es gibt so viele Blender, ehrlich gesagt. Ja, so viele Blender, so viele, die fake sind, ganz einfach. Ich sage es wirklich so, wie es ist. Viele Menschen sind heutzutage einfach nur fake. Ne? Und ich habe hier eine Energie, die so ist. Wie gesagt, ich denke nicht, dass du das bist. Ich denke, es ist hier ein Gegenüber. Und du machst es eventuell unbewusst nach. Okay, was sind die Botschaften? Also Waage, Dezember, was kommt da noch? Also hier ist jemand nicht authentisch und ich glaube schon, einige von euch, ihr könntet das sein. Weil einige wagen hier nämlich schon als das wahr, nicht authentisch. Und das meine ich um Gottes Willen nicht böse. Ne, ich sage dir lediglich, was ich wahrnehme. Ich mache das Ganze, um dir zu helfen, liebe Waage. Ja? Was kommt jetzt noch im Dezember auf Waage zu? Bitte weitere Einsichten, weitere Botschaften. Jetzt bitte für die Waage im Dezember. Libra im Englischen. Was kommt da jetzt noch im Dezember auf die Waage zu? Aha. Ja. Oh, wow. Damit fange ich jetzt mal an. Pass auf, folgendes. Zum Herbst hier, der jetzt hier rausgefallen ist, komme ich gleich, liebe Waage. Folgendes. Hier kommt es zu einer neuen Karriere für einige von euch. Ja, hier wird auf jeden Fall etwas Neues angestrebt. Es kann sogar auch bedeuten, dass du wirklich etwas Neues lernst, dass du Bücher liest, wie ich dir das vorhin schon gesagt habe. Na, du lernst etwas Neues, du drückst zum Beispiel die Schulbank, du machst einen Kurs, ein Seminar zum Beispiel, du informierst dich über deine Traumkarriere. Das kann es hier also wirklich bedeuten. Na? Das lese ich dir mal vor. Deine berufliche Energie richtet sich jetzt in eine positive, neue und erfolgreiche Richtung. Also hier kommt eine neue Richtung auf dich zu, liebe Waage. Beruflich auf jeden Fall. Ja? Da kommt was Neues auf dich zu. Etwas, was mehr zu dir passt. Etwas, was authentisch ist. Du brauchst mehr Informationen über diese Situation. Suche sie dir heraus, bevor du etwas entscheidest.
Ja, das kann es auch bedeuten, liebe Waage, dass du erst einmal genügend Informationen brauchst, bevor du, ne, Punkt, 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 ja, dass du erstmal mehr Informationen brauchst, bevor du etwas zum Beispiel umsetzt, ne? Ja, ich habe hier wirklich eine Energie, ich komme immer wieder darauf zurück. Hier ist jemand, der haut so richtig auf die Kacke. Ne, das kann man hier wirklich so sagen. Okay, hier Herbst. Bei dem Herbst bekomme ich hier für dich rein, dass du wirklich im Dezember sehr, sehr viel arbeitest, dass du sehr, sehr viel tust. Ne? Weil Herbst ist auch die Energie der Ernte, harte Arbeit und so weiter. Ne? Okay, im Herbst wird alles gesammelt und du kannst eine wunderbare Ernte der Fülle erlangen. Natürlich ist es auch ein Hinweis auf den Herbst. Gut, Dezember ist jetzt Winter. Vielleicht nächster Herbst sozusagen. Das kann es auch bedeuten. Aber ich habe hier mit dem Herbst eher das Gefühl, es geht hier um Erntezeit. Es geht hier wirklich um Arbeit. Ne? Okay, drunter haben wir jetzt hier für dich Heilung, Heiler. Heile Situation hüllt dich und diese Situation ein. Also, deine Situation wird hier auf jeden Fall geheilt, liebe Waage. Es kann natürlich aber auch sein, dass du hier geheilt wirst oder dass du ebenfalls aber auch heilende Fähigkeiten besitzt und dass du in diesem Bereich etwas Neues lernst und dass du jetzt nun auch in diese Richtung gehst, beruflich. Ja, das ist damit natürlich auch gemeint. Okay. Was haben wir hier für dich? Das ist Sohn. Dein Sohn könnte jetzt hier eine Rolle spielen, beziehungsweise auch die maskuline Energie. Oh, ich bin jetzt schon bei fast 46 Minuten, meine Güte, liebe Waage. Danke auf jeden Fall, dass du bis jetzt noch da bist. Das war jetzt so lange überhaupt nicht geplant, aber gut, was wollen wir machen, ne? Also, dein Sohn könnte hier in gewisser Weise eine Rolle spielen oder eine männliche Person, aber gegebenenfalls auch diese männliche Energie, in der du, liebe Waage, sehr, sehr stark bist, auch im Dezember. Ne? Weil die Feuerzeichen, die du hier wirklich ganz, ganz präsent hast, das sind ja auch wirklich maskuline Energien. Ne? Du bist also voller Entschlossenheit, sehr, sehr tatkräftig, gehst in Führung. Das ist ja das, was man hier sehen kann. Ne? Liebe Waage, ich bedanke mich bei dir ganz, ganz doll fürs Zusehen. Wenn dir das Video gefallen hat, ich würde mich auf jeden Fall über ein Like, ein Abo und ebenfalls aber auch über einen lieben Kommentar von euch freuen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Dezember und wünsche euch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch in das neue Jahr 2024 und sage bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Tschüss.